Herzlich willkommen zur Wanderfolge von Karte von Thüringen. Wir ernten aktuell Feld Nummer 38 und fleißig Sonnenblumen. Ja, jetzt steht die Meldung entladen werden. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 7, ja. Dienstag. Oder? 4, Montag, Mittwoch, Mittwochfolge. Der erste schon immer bei 47. Nee. Ja, da muss ich eine große Runde fahren. Oh, und dunkeln. Ich traue mir nicht schneller zu fahren, weil der Regen angesagt hat. Gegen Mittag soll Regen kommen. Ich sehe noch kein Wölkchen. Aber das hat nichts zu sagen hier. Ui, wo sind wir jetzt hier? Wir müssen auf dem Feld bleiben, da können wir sehen, wo wir sind. Das ist schwierig. Weil der erste ist bald wieder voll. Upp. Hat der kein Rücklicht? Bin schwach, ne? Oder ist heute so wieder, dass das Zusammenhang mit Season, das ein bisschen schwach ist. Der ist jetzt bei 70%. Aber nachts ist dunkler als vorher. Du siehst hier nur den Staub, er siehst hier nicht. Wenn wir den beide leer gemacht haben, Drescher, können wir den Kalkfahrer losfahren lassen. Das ist ja das Kalk, aber besser ist wir am Licht. Wenn sie was los ist. Und so sehen wir nichts. Kalk kann auch bei Regen. Kann gleich eingearbeitet werden. Einsickern und Boden. Staubt nur weniger. Wieder so ein Blöd in der Kurve. Der andere ist weit weg, hoffentlich mal. Da hinten ist er. Komm, mach keinen Scheiß. Bin noch da. Also, das müssen sie noch machen. Zu erkennen geht, dass man da ist. Wie die andere so dicht dran Angst haben muss. Na, jetzt fährt er wieder vorwärts. Oh oh. Ja, dann bleibt er stehen. Halb sieben noch dunkel, das ist schlecht. Aber es ist Herbst. So, der zweite ist bei 67%. Bleiben wir hier stehen. Beziehungsweise wir fahren mit meiner weg, sonst bleibt er stehen und nichts passiert. So, sollen wir gleich den anderen nächstes suchen? So, 2, oh,
Das ist nicht gelöscht. Also unser KI-Fahrer macht ohne Licht. Das finde ich ja gut. Hauptsache, dass ich den Kurs nicht neu holen muss. Nee, macht er nicht. Das hat er nämlich auch schon mal geschafft. Ja, Kalken wirkt nun, das ist gut. 38 muss der Kalk werden. Ach du dicke Neune. Ah, da haben wir Arbeit vor uns. Das stimmt, da waren beide Fälle zur gleichen Zeit. Das stimmt. Gut, das ist ja nicht so tragisch. Wir müssen aber vor der Ernte, bevor wir. Oh, sag schon, die Aussaat machen. Oder sehen wir letzten Tag was aus, ob wir im Frühjahr gleich ernten können. Raps. Wäre eine Option, ne? Sind wir auch nicht mit so viel Feldern und so viel Gras zu tun. Müssen mal schauen, wie weit wir heute kommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das zeitlich so hinzukriegen. Ein bisschen mehr Licht darf gern kommen, ne? Ja, hier mit höherer Geschwindigkeit. Kann ich nicht anzuschauen. Auch wenn der Regen droht. So, wo ist der andere Fahrzeug da oben? CP ist das links mit Überführungskurs. Das Gute ist, dass Arne schon mal den Kurs gefahren hat, dass man ihn nicht durch den Frucht fahren müssen. Irgendwo ist er hier. Da hat was geblinkert. Kein Licht der Bursche an. Ja. Man sieht ja auch nichts, ne? Gehen wir wieder hoch in Geschwindigkeit. Gibt's doch gar nicht. Jetzt geht was. Ah, das kann ja sein, wenn er so ein blöder Winkel hat hier.
Ja. Wenn die Straße schräge ist, so wie hier extrem schräge ist, ist es ungünstig, weil er dann den Trigger nicht findet. Aber wenn er nächste Runde gefahren ist, ist er ein bisschen besser. Dann steht er zur Straße parallel und dann geht er vielleicht besser. So, der erste wieder voll. Jetzt haben wir 7:45. Ja, besser, ein bisschen besser sehen können wir schon. Ich hoffe, ich werde auch besser sehen. Das ist immer blöd. So, wenn da kein Regen kommen würde, würde ich sagen, okay, egal, bis 8. Vorspulen. Ah, egal, ne? Ein bisschen heller darf es vielleicht sein. So. Können wir halt nacharbeiten, wenn wir Glück haben. Sonne geht auf. Ich bin da. Passt beides. Ich würde gerne die Erde noch abziehen, wenn wir die Folge durch haben, ne? Haben wir jetzt die Folge? Um 8, also einen Tag noch. 8? Hey, 7, Mensch, toller Mittwoch. 2 noch. Jo. Ich will gleich um den nächsten kümmern. Das hier ein bisschen Weizen oder Gerste war es hier gewesen. Ja, ja. Da haben wir großes Glück, dass er nicht umspringt. Die eine Spur, wo wir Weizen gemacht haben. Wo wir ganz gut hinbekommen haben mit der Nachsaat. Nacharbeit, aber ein paar Dinge lässt er stehen. Das ist natürlich gefährlich, wenn er jetzt abbunkern. Also gerade den Augenblick. Der ist erwischt. Na gut. Zum Glück der Steinberg nimmt es ja nicht, das ist das Gute. Wenn es das gleiche gewesen wäre, jetzt mit Hafer oder mit Raps oder so, dann wäre es gefährlich gewesen. Was hat den Augenblick gesagt? Nö, jetzt hören wir auf zu arbeiten. Und das mag er überhaupt nicht, fremde Frucht. Gerade Raps und also Raps. Ändert sich das Steinwerk, weil der anders ernten muss und dann ist das vorbei. So könnte es sein, dass er ein Stückchen das eine löscht und neu aufbringt. Ja, also das könnte auch sein, aber das ist blöd halt. So, wie ist jetzt 28? Ja, mit zwei Fahrzeugen ist ganz gut. Da haben wir keinen Stress. Ja. Was macht unser Kalkfahrer? Ja, die zweite Runde fährt er jetzt. Und Grunde leer. Ja, das Gras schon zu erkennen. Kalk aber auch. Jetzt können wir kurz überwachen, wie er das schafft zum Vollmachen. Normalerweise soll das kein Thema sein. Ich befürchte nur, dass hier irgendwo was im Weg steht. Das kann passieren. Deswegen fahre ich mit. Und zwei Fahrzeuge sind dann nämlich garantiert im Wege. Einer jedenfalls.
Ja, wenn man gleich rüber switchen. Ja, alle beide ungünstig. Haben auch die Wiese. Weil die stehen nämlich garantiert im Wege. Denn erst haben wir Kalk aufbringen und dann werden wir aussehen. So. Die können wir löschen. Ja, ist ein bisschen heller, kann man ein bisschen besser gucken. Obwohl die Gefahr von Regen ist da, ich meine aber. Die werden ja wohl bald durch sein, ne? Hm. 38 Hektar. Der erste 70%. Genau, was zuerst. Dass ich ein bisschen Vorsprung habe. Muss nach Sonnenblumen nicht noch gepflügt werden? Glaub schon. Das heißt, Deutsch, wir sehen jetzt später nicht Gras aus, sondern entweder ja, muss ich überlegen. Mein zeitlich gesehen, wenn Gras jetzt noch reinkommt. Heute ist auf Einspiel. Weil das müsste heute noch rein, das Gras. Dann wird es gehen. Jetzt wird noch einen zweiten Flug kaufen. Zur Not. Denn Flügen ist. Macht so einiges aus, glaube ich. Flügen. Irgendwas wollte ich sehen mit der Fruchtbarkeit. Ist das hier vielleicht? Na. Grundlagen. Ach so, okay. Nochmal. Düngen macht zusammen 50%. Kalkdüngen 50%. Macht minus 15%. Werden wir nicht pflügen. 15% also. Ja, da muss schon flügen. Das ist ganz schön viel. Der ganze Fläche, das summiert sich. Wir wollen ja was ernten, ne? Denn das Flügen, das spätestens dann nachher wieder was einsehen, was Getreide ist oder Raps oder Mais, wahrscheinlich hier Mais, ja, dann kommt du wieder auf die Spaß hinaus, ne? Wahrscheinlich Mais. Also Mais gehe ich von aus. Dass hier Mais rauf kann, weil
einen Tag später ausgesät. Das Gras wird jetzt in dem Sinne nicht mehr reif. Zum Morgen. Übermorgen, jetzt haben wir erst Mitte, ja, übermorgen wird nicht reif, wahrscheinlich. Vielleicht erst Mittag, mal sehen, dass wir da die Ernte einfahren können. Ja, mal sehen, das ist nämlich nicht so ganz so. Man wird ein bisschen spekulieren, aber wann es genau reif wird, ne? Also das. Die Erfahrung wollen wir machen, ne? Vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, was ich als Fehlerursache ansehe, ist Schlafen. Dass ich da vielleicht ein bisschen Zeit verloren habe, dass es nicht hingekommen ist. In der Südkondition oder ich weiß nicht genau. Bei der Marsch sind Tiere gestorben, deswegen. Also da vermute ich auch ganz stark, dass die Frucht, die Ernte, also die Erntezeitpunkt dann verschoben wurde. Jetzt ist bei 63%. Wir müssen ganz dicht anfangen, dass der Hänger nicht so schräg hängt. Wir nehmen den zweiten. Oder? Probieren. Ja, so schräg ist ungünstig. Ja, daneben ist auch, dicht daneben ist auch daneben. Weil er ein bisschen hochhebt. Aber er macht ihn ein bisschen leer. Beziehungsweise er ist voll. Dürfte das wieder funktionieren. Wenn wir rankommen und dicht genug ist. Ja, dicht genug. Dicht genug. Wieder an der Winkel. Das ist eigentlich blöd, weil die Steuerung wüsste auch nicht, was wir jetzt auf Kursplay nehmen könnten, als aktivieren. Gut, da wollen wir eine andere Tastatur nehmen, andere Posten. Müsste ich überlegen, aber den würde ich mal, man braucht ja nicht so oft. Ach, hat er jetzt im Prinzip die Strecke ohne Dreschen gefahren? Das kann sein. Hatte. Ist so nicht vorgesehen. Ne? Ja, die Bäume sind schön braun geworden, ne? So bräunlichen Ton. Obwohl das nicht vorbei ist, ne? Aber der arbeitet noch eine Runde. Der ist jetzt bei 64%. Hier ist eine Glücksfrage, dass er nicht irgendeiner trifft. Dieser Specht. Leute, ich habe die Zeit nicht gedrückt. Das ist schlimm. Was bedeutet? Muss ich wieder spekulieren, wie lange wir schon gespielt haben. Naja, schon ziemlich lang, ne? Oder? Tacken wir einmal ab. Jetzt wird er stehen und wartet. So, Specht, das ist gut hier. Der Wind pfeift.
Ich meine, der arbeitet ja mit dem speziellen Steinschlag mit 15 km/h. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Prozent oder andere jetzt. Wie gesagt, machen wir noch leer, dann machen wir heute auch Schluss für die Folge. Also schön wäre, wenn ich mit dem Kalten noch in der nächsten Folge fertig werde. Blocking. Da muss ich mal gucken. Wo könnte er sein? Ja, nicht. Oh, da hat er gesehen. Also, mit dem Kalk, ich will mal nichts sagen, ne? Also mit dem Kalk ist hier nicht lustig. Also, das ist nicht das erste Mal, Also vom Kurs abgekommen ist gut übertrieben, das ist aber mächtig, also. Er hat die erste Runde gut geschafft. Er hat auch Richtung alles holen auch gemacht, aber. Also uns wird nicht langweilig, also wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, kommt der Kalke dazwischen. Und hier muss auch noch gekalkt werden, also da wird lustig. Aber da sehe ich nicht so eng, warum macht er jetzt... Spurwechsel. Hauptsache geht auf die Spur. Werde gleich sehen. So. Du bist auf der Mitte, achso, nee. Er ist links. Rechts. Ja, das passt eigentlich. Warum wird die eine Spur nicht gemacht? Tja. Das ist schon komisch, ne? Das ist der Grund, der andere. Jetzt kommen die beiden sich entgegen. Vorverlassen. Müssen ein bisschen. Wir müssen mit dem mal gleich leer machen. Und dann werden wir gucken, ob ein Kalker und dann er läuft. Ja, nee. Also mit Kalk haut ich mal nicht hin. Entweder ist das von Großplay oder liegt an der Karte. Gut, ich kann bei der Marsch nicht mitreden, da sind die Felder zu klein dann. Das ist ja. Den wollen wir den Vorsprung lassen, sonst ist das Problem. Sonst beißen sie gleich wieder.
Dann gehen wir auf den Kalker zu. Wo war der gewesen? Beim Wald irgendwo. War der wenigstens voll? Na, auch nicht. Kalk ist drinne. Das verstehe ich nicht, aber gut. So. Müssen wir kurz schauen, wo wir sind. 47, da ist die. Ach nee. Wenn ihr keine Arbeit habt, machst du die weg, ne? So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Also mal Tschüss, wenn du hingehst. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, bis morgen wieder. Bis dann. Ciao.